Wow, hartes Training für starke Muskeln. Schon beeindruckend. Männlichkeit ist für mich was sehr Wichtiges. Wenn man einigermaßen fit ist und vielleicht nicht beim ersten Windhauch umfällt. Ja, da soll Testosteron helfen. Die Antriebskraft ist da, die körperlichen Fähigkeiten sind besser. Sie haben mehr Muskeln, weniger Fett. Und nicht nur das. Sex braucht natürlich Libido und Erektionsfähigkeit und für beides sorgt Testosteron. Nur leider hat das Männerhormon nicht den allerbesten Ruf. Macht Testosteron tatsächlich dominant und aggressiv? Klar ist, ohne Testosteron läuft wenig. Ich brauche eine gewisse Mindestmenge, dann geht es mir gut. Dann kann ich als Mann auch performen. Wie bekommt Mann mehr von diesem Kraftstoff und was bringt das? Mit diesen beiden Männern machen wir ein Experiment. 4 Wochen lang versuchen sie, ihren Testosteronspiegel zu steigern und damit ihre Vitalität zu pushen, auf natürliche Art und Weise. Hakan ist 29 und studiert Wirtschaft an der Uni Kassel. Und er schreibt, Musik ist für ihn echte Leidenschaft. Yeah, yeah, yeah. Was geht ab, meine Freunde? Ich bin hier am Start. Ich bin ziemlich krass, ja, ich bin auch behaart, Digga, Testosteron, gar keine Frage. Alle Leute wissen, ich bin hoch in Etagen. Wenn ich dann mal das Mikrofon mir schnappe und ein Freestyle mache und die Leute das dann feiern, dann merke ich, okay, das kann halt nicht jeder. Das ist für maskuline Jungs, die Fragen, hast du sie gebucht? Schon so typische Macho-Show. Ist das männlich? Männlichkeit bedeutet für mich nicht irgendein Macker, der da so voll protzig ist. Genau das Gegenteil ist der Fall. Also ein Mann ist für mich jemand, der in der Lage ist, vielleicht auch jemanden zu verletzen, es aber nicht tut. Na, das klingt doch schon ganz anders. Hakans Tage zwischen Uni und Musikstudio sind gerade ziemlich voll. Nur sportlich will er noch mehr Gas geben. Na, das bekommen wir hin. Das ist Kai. 39. Er ist Personalreferent. Jeden Morgen, direkt nach dem Aufstehen, mache ich eine kurze Yoga-Einheit. Das einfach ja, in den Tag starten, einmal mobilisieren, alles durchstrecken. Crazy, so als Mann? Aber Kai hat einen wunden Punkt am Hinterkopf. Ein typisches Männerproblem. Ja, da wird es dünn. Ja. Ich gebe zu, da habe ich ein Thema mit. Vielleicht, wenn das Ergebnis ist, dass ich durch Testosteronsteigerung auch wieder vielleicht da irgendwie eine Verbesserung sehen könnte oder erwarten könnte, dann bin ich noch motivierter. Was das Männerhormon Testosteron alles kann, das werden wir sehen. Michael Zitzmann ist Facharzt für Männermedizin und begleitet die beiden in den kommenden 4 Wochen. Für ihn steht eins schon mal außer Frage. Es ist für jeden Mann wichtig, sich um seinen Testosteronwert zu kümmern. Denn Testosteron ist für das Wohlbefinden einfach wichtig. Also Männer, habt ihr Bock auf mehr Testosteron? Auf jeden Fall. Nehme ich. Okay, aber erstmal wollen wir herausfinden, wie viel Testosteron ihr aktuell in eurem Körper habt. Das verrät der Bluttest. Ich habe auch gedacht, es ist blau, aber es ist doch nur rot. Ganz leicht fällt es den beiden nicht, ihren Testosteronspiegel öffentlich zu machen. Was glaubst du, Kai? Ich glaube, normal. Ich fühle keinen niedrigen Spiegel. Ich bin gespannt, was hier alles eine Show ist oder ob man das auch wissenschaftlich nachweisen kann. Bei einem gesunden Mann liegt der normale Wert zwischen 330 und 805 Nanogramm pro Deziliter. Kai liegt mit 506 eindeutig im Normalbereich. Was soll ich sagen? Irgendwo Mittelfeld. Und Hakan? Der liegt mit 683 im oberen Normalbereich. Oh, cool. Bin ich gespannt, ob ich das noch steigern kann. Wir auch. Ob das bei beiden geht? Das ist viel Testosteron. Die beiden sind also sehr gut. Und das zu steigern wird schwer. Das muss man ganz ehrlich sagen, aber es ist für jeden Mann, auch für diese beiden, möglich, noch etwas rauszuholen. Testosteron ist wichtig, von Anfang an. Nach etwa 6 Wochen starten die Gonaden, also die Geschlechtsdrüsen beim männlichen Embryo, Testosteron zu produzieren.
Dadurch entwickelt er sich äußerlich zum Jungen. Aus den Gonaden werden die Hoden oder auch Testikel und die stellen ab sofort Testosteron her. Bei Mädchen werden aus den Gonaden übrigens die Eierstöcke und auch die stellen Testosteron her, aber viel weniger. Bei Jungen schießt die Testosteronproduktion in der Pubertät dann in die Höhe, heißt mehr Gesichts- und Körperbehaarung, tiefere Stimme, männliche Gesichtszüge und Körperbau. Und so manche Gefühlsverwirrung. Mit etwa 20 Jahren erreicht das Testosteron seinen Höchststand. Dieses Level bleibt über Jahrzehnte fast gleich, sofern der Mann gesund ist. Hakan will deshalb fitter werden und sich besser ernähren. Kai fände mehr Ausgeglichenheit in stressigen Situationen gut und natürlich mehr Haare auf dem Kopf. Da schauen wir, was noch geht. Die Knochendichte erhöht sich, sie haben mehr rote Blutkörperchen, sie haben mehr Muskeln, weniger Fett. Das räumliche Denken verbessert sich, die Merkfähigkeit, die Durchsetzungskraft. Den Testosteronspiegel auf natürliche Weise steigern. Das sind eure Aufgaben für die nächsten 4 Wochen. Trainiere gezielt. Es müssen knackige, kurze Einheiten sein. Kraft, Ausdauer auch, aber dann intensiv und nicht zu lang. Füttere dein Testosteron. Das A und O, viel Gemüse, Vollkorn und gesunde Fette. Und täglich Grapefruitsaft. Der ist tatsächlich ein wissenschaftlich erforschter Testosteronbooster. Von den anderen Nahrungsmitteln abgesehen ist Grapefruitsaft was ganz Besonderes, weil da Bergamotin drin ist. Und das Bergamotin hemmt ein Enzym, das Testosteron abbaut. Das heißt, das Testosteron, das da ist, bleibt länger erhalten. Und Männer, bekommt ihr das hin? Ich bin sehr gespannt, wie das sich mit dem Grapefruitsaft auswirkt. Ich find's gut, ich probier's. Was heißt hier probieren? Wer viel will, muss auch viel machen. 2 wichtige Bereiche haben wir schon, Ernährung und Sport, aber da kommt noch mehr. Runter mit dem Stress. Stress muss reduziert werden, weil wir sonst zu viel Cortisol haben. Und Cortisol senkt den Testosteronspiegel. Sei ein Gewinner! Gewinner bekommen Testosteron als Belohnung, damit sie beim nächsten Mal noch besser sind. Sexuell aktiv sein. Sex braucht natürlich Libido und Erektionsfähigkeit und für beides sorgt Testosteron. Oha, jetzt wird's intim. Sagt ihr was dazu? Also, kann mich nicht beklagen. Man lernt schon mal hin und wieder ein paar Frauen kennen. Also, auf ins Gym. Erstmal schönen Tag, hallo. Guten Tag. Ich bin Richie. Hakan. Hallo, Kai. Richie. Freut mich. Personal Trainer Richie Garland leitet die beiden an. Heute steht Kraft auf dem Plan. Wir werden ein paar Übungen machen, wie auch der Arzt es vorgegeben hat. Das brauchen wir noch. Und wieder. Immer auf die Bewegung konzentrieren. Das ist eine Body-Mind-Connection, ein ganz wichtiger Punkt, auch beim Krafttraining. Jawohl. Komm, 3. Sehr gut. Schön ziehen. 2. Und 1. Ja. Eines bleibt unten, machen wir so kleine Endkontrolle. Klar, die Haltung muss korrekt sein. Noch 5. Komm, sehr gut. 4. Langsam. 4. Jawohl. Dann hast du noch ein bisschen mehr Dauerkraft. 10. Nur für die Dauerkraft. Wenn ihr euch interessiert, Leute. Wenn wir hier nach keinen nicht mehr Testosteron haben, dann weiß ich auch nicht. Der Trainingsplan. Im täglichen Wechsel gibt es 4 Wochen lang Krafttraining mit schweren Gewichten, hochintensives Intervalltraining mit dem eigenen Körpergewicht und Joggen mit eingebauten Sprints. Und Männer, wie fühlt sich das an? 17 Minuten. Mehr habe ich nicht geschafft heute. Als hätte ich geduscht. Joggen habe ich jetzt gerade das erste Mal absolviert. Nicht meine absolute Leidenschaft, vor allem nicht mit den Sprints, aber ich habe es durchgezogen und das wird jetzt die nächsten 4 Wochen auch schon klappen. Die Ausdauer trägt einfach dazu bei, dass man Körperfett abbaut. Und Körperfett trägt dazu bei, dass Testosteronspiegel sinken. Dafür ist es einfach gut. Auch das kurze, harte Intervalltraining ist wichtig für die beiden, damit sie Muskeln aufbauen. Wenn die Muskeln benutzt werden, dann fordern sie vom Körper Testosteron und auch Wachstumshormon an, damit sie wachsen können. Das ist ja der Sinn eines Trainings. Und das geht so. Wenn sich Muskeln zusammenziehen, senden sie ein Signal an die Hirnanhangdrüse.
Die schüttet dann ein Wachstumshormon aus und stimuliert gleichzeitig die Hoden, die wiederum Testosteron freisetzen. Dadurch wachsen die Muskelzellen. Ein genialer Kreislauf.